Und damit herzlich willkommen zurück zum vierten Part KR17 Terrian Saga. Unserem kleinen Plattformer, den wir hier für den kleine Competition spielen. Sagt mir doch mal, wie gefällt euch das Projekt bis hierhin? So ein kleines Vorabfazit quasi. Gerne auch zum Spiel. Ich würde gerne mal wissen, was ihr von dem Spiel haltet. Ich finde das tatsächlich irgendwie ziemlich cool, auch wenn ich nie so der große Plattformer-Typ war. Super Mario World ist für mich immer noch ein halbes Rätsel. Ich habe es, glaube ich, selbstständig nie durchgespielt. Das ist mir schon fast peinlich, das so zu sagen. Ah, komm, Kleiner. Ach, du bleibst da oben, okay. Und der nächste killt mich halt wieder. Das ist so ein bisschen problematisch. Ah! Da war ich zu übermütig. Also nochmal. Die Stelle hier fängt langsam an, mich zu nerven, von dem ich dann so einen Mist mache. Ja, auf Steuerkreuz zurück. Gut, die Soundkulisse ist vielleicht ein bisschen nervig hier bei dem Spiel, aber. Ist halt schon sehr auf Retro gemacht, das hätte man vermutlich genauso auf dem Super Nintendo laufen können. Oder auf dem Sega Mega Drive oder so. Den Schaden nehme ich jetzt einfach mal. Ja, und dann sind die tot. Ah, bei der Stelle sind wir noch gut durchgekommen. Mal hier unten mal eben gucken. Hier müssen wir jetzt ein zurückspringen und dann mit durch. Der zweite ist kein Problem. Soweit so gut. Soweit waren wir aber schon mal. Ach, habe ich nicht schnell genug reagiert. Knifflige Stelle, knifflige Stelle. Kriegt den Schuss aber auch nicht so gesetzt, dass er da. Doch. Ja, getroffen habe ich trotzdem. Okay. So. Sehr schön, bis hier schon mal ohne Schaden. Ach. Kannst mich mal. So. Aber immerhin. Diesmal haben wir noch zwei Schadenspunkte. Ach, Errungenschaft freigeschaltet. 360 No Scope? What the fuck? Habt ihr auch gerade gesehen, oder? Das müsste ja eigentlich mit aufgenommen werden, wenn ich mich nicht irre. Die Achievements. Das ist okay. Oh, mal andere Musik. Ich sah gerade aus, als ob man das einsammeln könnte, aber es war wohl nur eine Blume. Hier passiert mir gerade zu wenig. Ah, da oben. Was soll das? Ah, okay. Ich aufpasse. Okay, nur einmal geschossen. Zurück. Zahnräder einsammeln. Wow! Ich habe aber keine Ahnung, was mich jetzt getroffen hat da im Baum. Den Schüssen von rechts bin ich ja ausgewichen. Von links bin ich ja eigentlich ausgewichen. Sack. Ich könnte hier noch weitergehen. Guck mal zu der Tür. Hallo. Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Aber ich frage mich, was da gewesen wäre. Okay, Bossfight, alles klar. Ich habe
keine Ahnung, was ich hier machen muss gerade. Ach, stopp. Wettrennen? Okay. Ist hierhin alles kein Ding. Hier durch ist auch noch okay. Jetzt muss ich meinen Sprung, glaube ich, zeigen. Ich glaube, ich muss da an der Stelle einfach nur hoch. Also hier warten, dass der Kopf geschossen wird. Und dann nicht runterspringen. Oh, eine Mutantenspinne da oben. Ja, ich muss da auf jeden Fall hoch. Einfach vor dem Sprung einfach warten. Na, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Oh. Ich glaube, das war fast durch. Ich habe das Gefühl, dass die Spinne da oben gerade eine Menge Schaden gekriegt hat. Übrigens ziemlich fett aus, wenn ich ehrlich bin. Hopp. 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 Nein! Zu früh gesprungen. Sieht alles so gleich aus. So grau in grau. Zack, zack. Hopp. Runter. Komm, ist doch gar nicht so schwer hier. Ich stell mich gerade einfach nur an. Wie üblich. Dann zockt ist gleich fail. Meistens. Bei einigen, nicht bei allen. Aber wenn es zum Plattformer geht, auf jeden Fall. Hab mich bislang in dem Spiel einfach viel zu gut angestellt, muss ich ja mal so sagen. Sorry. Holz- und Reißeisenbanken, wir machen den Weg frei. Ja, ja, ja. Und weiter. Komm ich da hoch? Nein, komm ich nicht. Und weiter. Spring! Warum ist er nicht gesprungen, verdammt? Nein, ich spring da so oft zu früh hoch. An einer Stelle springe ich gar nicht, an der anderen Stelle springe ich zu früh. Ah. Keine Ahnung, warum ich da jetzt verreckt bin. Okay, da muss ich eine Zwischenlandung machen. Da nicht. Trotzdem zu früh, obwohl ich schon drauf achte, ne? Ich kann mir vorstellen, dass da an der Stelle in dem Wald eben irgendein Jetpack gewesen wäre, um mir das zu vereinfachen oder so. Komm, Spinni, hopp. So. Hier hoch. Hier rum. Oh, holy shit. Nein. Das war fies. Das war vielleicht etwas zu optimistisch.
Ich verliere hier stellenweise aber auch so ein bisschen den Überblick. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Nein! Da getroffen, ich weiß es nicht. Hier runter. Ah, links, rechts. Langsam. Zusammenreißen. So schnell ist das nicht, aber das sagte ich ja schon. Wenn ich nicht immer wieder die gleichen Fehler machen würde, ne? Aber das ist halt so das Problem, was ich immer habe, wenn ich das nochmal spiele. Es gibt immer diese Stellen, wo leichte Fehler von mir immer und immer wieder gemacht werden. Kommen wir nicht rauf. Weg frei machen, springen, rechts und einfach auf die dritte Plattform. So. Da hätte ich springen müssen. Nichtsdestotrotz, trotzdem ein ziemlich gutes Level. Komm schon. Hopp. Tür auf. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu früh gesprungen. Also nicht, dass ich jetzt oben in die Kante geknallt wäre, sondern bin gesprungen, bevor die Steine weg waren auf der rechten Seite. Sieht gut aus. Mal wieder die Stelle. Aufpassen, dass ich davon nicht getroffen werde und dann blöd zwischendurch aufgesetzt. So, ich dürfte vielleicht die 15-Minuten-Marke erreichen. Gut möglich, dass ich hier vielleicht das ein oder andere einfach nur zusammenschneide. Das hinten raus ein bisschen besser hinzubekommen. Da müsste ich aber fragen, wie weit das in den Regeln verankert ist, ob ich schneiden darf oder nicht. Sagt die Uhr, 14:35. Sehen alles pending. Auch okay, da muss ich
hinter der Pflanze springen. Zack. Dann runter. Dann auf, hinter der Pflanze losspringen. Nicht von seinen Geschossen treffen lassen. Hier den Zickzack-Faktor hoch. Einmal komplett durchziehen. Hier rüber. Springen. Lang sieht es gut aus. Und was noch? Hör auf, zwischen mir stehen zu bleiben und zu schießen. Das ist nicht fair. Oh, und lang. Oh no! Und nicht mal zwischendurch einen Speicherpunkt. Leck mich am Arsch. Das ist halt fies, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, was passiert. Aber gut, wir sind schon mal ein Stück weitergekommen. Hab ich jetzt gepennt. Bisschen Konzentration gerade. Hinter der Pflanze springen. Rüber da. Und verpennen, dass man vielleicht auch auf die Plattform sollte. Das ist halt, dass man immer wieder das gleiche macht. Schleichen sich halt auch wieder die Fehler ein. Das war zu früh. Hopp. Das ist cool. Mann, Mann, Mann. Hopp. Hopp. Ich empfehle niemanden, das hier gegen Uhr zu spielen. War ja so als kleine Challenge. Jetzt auf andere Art und Weise, als ich das gerade hier habe, wirklich gegen jemanden das auf Zeit durchspielen. Bestimmt lustig. Man ja die ganze Zeit unten den Timer drin hat. So, jetzt aber. Hopp. 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 So weit waren wir lange nicht mehr. Spring doch! Oh, das wird knapp. Nein, das hat nicht gereicht. 1837. Muss langsam, aber sicher den Cut setzen. Und den Part beenden. Gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder von KR17, Terry und Sarah, eben den vermutlich auch letzten Part, zumindest in Sachen des Wettbewerbs. Ob es danach weitergeht, mache ich mal zum Teil von eurem Feedback abhängig. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.